Jakob Wegener ist heute mit dem Hobbyimker Hartmut Skerker westlich von Berlin verabredet. Wegener, jetzt ist unsere Wahrheit. Sollen wir mal sehen, ob wir noch Drohnen finden. Jakob Wegener ist Agrarwissenschaftler am Länderinstitut für Bienenkunde in Hohenneuendorf. Hier hofft er, besondere Bienen zu finden. Denn die Vielfalt an Honigbienen geht stark zurück. Das Allermeiste, was wir an Vielfalt haben, ist im Bereich der Kärntnerbiene, der Carnica. Aber die Perle der Besonderheit sozusagen ist die dunkle Biene, die es bei uns nur noch sehr selten gibt und die sehr selten gezüchtet wird vor allen Dingen. Herr Skerker ist einer der ganz wenigen, die das noch machen bei uns. Und deshalb sind wir heute hier bei ihm, um Proben zu nehmen. Die Forscher wollen die europaweit erste Genbank für das Nutztier Honigbiene aufbauen. Es gibt natürlich schon lange Genbanken für Rinder, Schweine, Schafe und so weiter. Für Bienen gibt es in Europa aber bis jetzt noch überhaupt keine. Und gerade bei Bienen ist eine Genbank eigentlich was sehr Wichtiges, weil die Vielfalt innerhalb unserer Bienenpopulation sehr stark am Schwinden ist. Und es gibt immer wieder neue Parasiten, neue Herausforderungen, auch durch das sich wandelnde Klima. Und wir können darauf nur reagieren, wenn die Eigenschaften unserer Bienen genauso vielfältig sind wie die Herausforderungen. Damit diese Genbank möglichst umfangreich werden kann, sammeln sie deutschlandweit Exemplare vieler Bienenvölker. Diese unterscheiden sich durch Eigenschaften wie Sanftmut, Fleiß oder Schwarmträgheit. Manche Rassen sind inzwischen schon echte Raritäten geworden. Die dunkle Honigbiene, die Mellifera zum Beispiel. In Deutschland ist sie bis Mitte des 19. Jahrhunderts die Honigbiene schlechthin. Doch dann wird sie von der Kärntnerbiene, der Carnica, verdrängt. Die Carnica-Biene war einfach schon sehr weit gediehen züchterisch und hat sich dann sehr, sehr stark durchgesetzt, weil sie auch relativ sanftmütig ist und relativ schwarmträge. Und deshalb war jeder mit ihr zufrieden und die dunkle Biene ging immer weiter zurück. In Deutschland geht das so weit, dass es kein einziges wirklich auf deutschen Beständen beruhendes dunkles Volk mehr gibt. Alles, was man hier hat, das sind 1 bis 2% der Völker etwa, beruht auf Reimporten. Bei ihm leben sie noch, die dunklen Honigbienen. Hartmut Skerker hatte schon mit 10 Jahren seine ersten Bienen. Ihm kommt es weniger auf den Ertrag der Bienen an, als auf das Volk. Die dunkle Honigbiene gehört für ihn in ihrer Ursprünglichkeit einfach zu Deutschland dazu. Oh, da sind die Drohnen in großer Zahl. Da fange ich gleich mal an zu sammeln. Achtsam sortiert Jakob Wegener die Wabe mit den Drohnen aus. Sie lassen mir aber noch ein paar, weil ich habe noch ein paar junge Königinnen, die hier begattet werden müssen. Ein letzter Drohn noch. Und dann sammelt Jakob Wegener auch noch einige Arbeiterinnen ein. Sowohl Drohnen als auch Arbeiterinnen sind wichtig, um aus diesem Bienenvolk Material für die Genbank zu gewinnen. Da ist wieder einer rausgerannt. Anhänglich. Zum Glück sind wir heute nett. Im Labor in Hohenneuendorf macht sich Jakob Wegener dann an die eigentliche Arbeit für die Genbank. Zunächst konserviert er die eingefrorenen Arbeiterinnen in Alkohol. Das dient später der Bestimmung ihrer typischen Form und soll helfen, die verschiedenen Bienen besser voneinander zu unterscheiden. Dann sind die Drohnen, also die männlichen Bienen, an der Reihe. Unter Mikroskop entlockt er ihnen das Sperma. Eine absolute Präzisionsarbeit. Für ihn ist das Routine. Und trotzdem. Man muss sich vorstellen, dass der Drohn eben natürlicherweise immer bei der Ejakulation stirbt. Das würde er auch tun, wenn er eine Königin begatten würde. Und wir tun das ja nur, weil wir sein Sperma für die Erhaltung seiner Eigenschaften, für die Zukunft der Bienen bei uns oder woanders wirklich brauchen. Dieses kostbare Sperma wird in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius eingelagert, die sogenannte Kryokonservierung. Proben des eingefrorenen Spermas der Bienendrohnen analysiert Jakob Wegener später gemeinsam mit Professor Kaspar Bienefeld, dem Leiter des Instituts. Ihnen geht es vor allem um die Qualität der aufgetauten Spermien. Guck mal, da sieht man zum Beispiel, dass
nach dem Auftauen die Bündelung der Spermien noch ganz gut erhalten ist und die Geißeln noch schön heftig schlagen und parallel schlagen. Das ist ein gutes Sperma, würde ich sagen. Da kann man auch eine Königin mit besamen und die wäre dann auch fruchtbar. Ja, das sieht wirklich aus wie bei Frischsperma. Also das sieht sehr gut aus. In der europaweit ersten Genbank für Honigbienen sieht Kaspar Bienefeld erst den Anfang für ein wirklich großes Ziel. Die genetische Vielfalt der Honigbienen ist weltweit gefährdet. Bei uns, weil wir hier sehr stark selektieren und damit die genetische Vielfalt kleiner wird. Weltweit sieht das aber noch viel dramatischer aus, weil die selektierten Bienen aus Deutschland und Österreich exportiert werden in alle Welt. Das heißt, sie verdrängen die Subspezies, die Bienenrassen, die sehr gut angepasst sind an die lokalen Bedingungen. Und da ist unsere Genbank von entscheidender Bedeutung, denn diese kann diese genetischen Ressourcen für die Zukunft erhalten. Bis es Europa oder gar weltweit Genbanken für Honigbienen gibt, wird es wohl noch etwas dauern. In Deutschland aber wollen die Forscher bis Ende 2021 etwa 300 Bienenvölker in der Genbank für landwirtschaftliche Nutztiere erfasst haben.